Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel No More Heroes 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo, hallo Leute. Herzlich willkommen bei mir und Jean. Nee, da liegt eine Katze. Oh, ich soll nach Jeans Kindern suchen? Jetzt muss ich auch noch Katzen suchen? Aber eine Katze. Das sah irgendwie brutal aus. Wie viele Katzen muss ich überhaupt suchen? Kurz mal zu den wichtigen Sachen im Leben. Ich habe genügend Geld gesammelt, damit wir das hier bezahlen können. Damit wir heute mit dem nächsten Bosskampf anfangen können. Wenn es ums Geld sammeln geht, das mache ich wirklich einfach offscreen, weil das ist jetzt nicht besonders spannend, wie ich hier den ganzen Tag Rasen mähe. Das ist für mich die beste Art, hier gerade Geld zu verdienen. Ich kriege einfach 4500 für einen Einsatz. Travis is coming. Leave him to me, your highness. You think you can take him down? Und jetzt kommt unser nächster Boss. He is but a simple human. I'm going to cut off his arms and will then proceed to slice him up nicely. Hey, tell me about some of your memories. Feeling sentimental, hm? I don't like it when a friend dies. This happened a long time ago. I went on a family trip to the sea, but I don't remember anything about the ocean. What was burned into my memory was a shop with a glass bulb hanging from the ceiling. I was moved by the sound of the jingling glass. And when I left the shop, there was a white lighthouse. But as for where that place was, I have no idea at all. That's a nice story. Let's go out there and find that lighthouse together. Lord Fu, thank you. Now go, Black Knight Direction. I'm off. Ja, ihr kennt das ja, Leute. Für Sequenzen mache ich mich immer weg. Ich werde dieses Spiel wahrscheinlich auch sehr viel öfter jetzt noch offscreen spielen. Allein schon, um die ganzen Sachen zu suchen, weil wenn ich das in die Folgen nur suche, dauert das Ewigkeiten. Also ich suche die offscreen, nehme sie aber nicht mit und sammle sie dann onscreen ein. Also das betrifft jetzt die Katzen, Skorpione etc. Was auch immer es jetzt noch dazu kommt. Die 1400, die ich jetzt noch habe, also von diesem WSN, die will ich jetzt eben kurz noch ausgeben. Ich habe übrigens zigtausendmal diesen Magnetboss offscreen bekämpft. Bei der einen Quest. Ja, ich weiß, dass ich jetzt einen Rangkampf zur Verfügung habe. Aber erstmal Post. Muss gucken, wo das ist. Wie gesagt, ich werde offscreen suchen und onscreen dann die Sachen auch einsammeln. Machen wir dann auch sogar noch extra so Screenshots, damit ich weiß, wo ich die gefunden habe. So, muss ich irgendwas an Sushi auffüllen? Ich habe es jedenfalls mal aufgefüllt. Ich habe mir auch sehr viele Deathglow-Chips gemacht. Also, wirklich viele, wie man direkt sieht. Warte mal, bei Ausrüsten sieht man es, glaube ich, ein bisschen besser. Und auch mir schon verschiedene ausgerüstet, wie zum Beispiel ein Twigger-Chip und zwei große Chips. Man sieht, dass ich mir sehr viele hier gemacht habe. Wie zum Beispiel hier Cosmos oder Noah-Chip. Der Cosmos-Chip klingt sogar recht gut. Da sinkt sich mein Schaden. So was richtig Schönes, was ich gerne hätte, wäre, dass ich diesen... ich weiß nicht mehr, wie der Modus heißt. Jedenfalls dieser Modus, wo ich so extrem schnell werde, da ich den einfach instant triggern kann. Oder zumindest besser triggern kann. So, hier wollte ich jetzt noch eben schon meine WSN ausgeben. 1400 habe ich. Gesundheit könnte ich steigern. Das nicht.
Ja, vom Prinzip her kann ich nur meine Gesundheit einmal kurz steigern. Nein, 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 nein. Und den Rest packe ich mal in die Energie rein. Und ich würde sagen, wir gehen dann jetzt zum Bosskampf. Ich mache mal eben kurz einen Skip, bis ich den Ort gefunden habe. So Leute, ich bin jetzt hier beim Thunderdome, mitten in der Pampa. Ich will mal eben kurz gucken, ob die Katze hier vielleicht irgendwo ist. Die ist wahrscheinlich auf irgendeinem Objekt drauf, vielleicht auf dem Kasten da. Ich weiß nicht, wie das sich mit den Katzen halt verhält. Ob die jetzt einfach random in der Gegend rumliegen oder ob die wirklich auf irgendeinem Objekt sind, weil dann würde ich nur da gucken, wo auch tatsächlich Leute sind. Ich gucke jetzt hier nur einmal an den Orten, wo ich weiß, dass vielleicht eine Katze drauf liegen könnte, beziehungsweise es sich dort gemütlich macht. Wo halt die Möglichkeit besteht. Und im Übrigen, ich fand es so schön, dass ihr in den Kommentaren das, die Mine genauso nutzlos fandet wie ich. Beziehungsweise so enttäuschend. Ich fand es schön, dass ich da nicht allein mit dieser Meinung war. Wie gesagt, keine Ahnung, wie sich das mit den Katzen verhält. Wahrscheinlich irgendwo, wo auch ein Objekt zum Draufliegen ist. Das mit den Katzenbabys hätte ich aber auch gerne ein bisschen früher gewusst. Dann hätte ich das schon längst eingesammelt. Und dann würde ich jetzt nicht suchen. Der Rangkampf findet übrigens da ganz vorne statt. Da, wo ich letztes Mal nicht rein konnte. Diesmal soll ich da rein können. Ich glaube, mein Wagen steht beschissen. Ja, der steht kacke. Weg damit. So. Jetzt können wir anfangen. Rein da. Wahrscheinlich schalte ich dann auch hier die Gegend frei. Was ist denn das für ein Laberklingeton? The number 8 ranked assassin is Black Knight Direction. He is a space kidnapper. He okay. Uses an illegal unlicensed transfer machine to kidnap wir hören erstmal zu. Ich will das Klo hier eben freischalten. Welcome to the Garden of Insanity. Ach, hier sieht's doch recht chillig aus. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich hier eine Katze irgendwo hingesellt hat. Ja komm, eben kurz meiner Bestimmung wieder folgen. Und das Klo reinigen. Erst den linken bewegen, um den richtigen Druckpunkt. Und dann ganz sanft. Ach, ich halte schon die Klappe. Und dann ganz sanft raus, rauf und runter drücken. Das Spiel schafft es halt, alles falsch klingen zu lassen. Das Spiel ist aber auch ab 18, ne? Müsst ihr bedenken. Also das Klo ist gerade nicht ohne Grund zensiert. Ich krieg ja sogar Geld dafür, ist das Ding. Danke. Auch wenn es wenig Geld ist, es ist Geld. Nein, ich gehe jetzt nicht für die 200 jetzt nochmal irgendwo hin zurück. Aber ich speichere gerne einmal kurz ab. Einen Moment, Leute. So, Leute, ich war auf dem Klo. Jetzt können wir weitermachen. Ich denke mal, hier ist nicht viel zum Untersuchen. Also kann ich hier ruhig mal durchrennen. I hear kittens. Ah, Travis reagiert sogar darauf, wenn Katze in der Nähe ist. Er hat gerade gesagt, I hear kittens. Okay, die können hier in der Gegend stehen. Katze gefunden. Schön, dass unsere Katze übrigens Kinder hat. Hell yeah. Warte mal. Steht hier irgendwo in der Liste... Ich habe irgendwo eine Liste, das weiß ich. Finn und Jeans Kinder. 11 Kinder hat die. Okay, da haben wir nicht so extrem zu suchen. Außerdem sagt Travis hier sogar noch Bescheid. Hier kittens. Heißt, wir müssen nicht ewig lang nach den Katzen suchen. Da geht's eh nur geradeaus, ne? Ich gucke jetzt hier erstmal noch rechts. Hier liegt eine Deathman-Karte. Kann ich wieder mal abgeben. Auch wenn ich dafür nicht viel bekomme. Es ist ein kleines Taschengeld.
Und das nimmt man natürlich. Außerdem schaltet man wahrscheinlich auch irgendwas frei, wenn man alle eingesammelt hat. Irgendeine Technik wahrscheinlich. Wenn insgesamt 25 Mal... Ja, das habe ich doch definitiv gemacht. Im Übrigen, die sind mit einem Auftrag jetzt nicht unbedingt fertig, diese komischen Alien-Dinger da. Einfach einmal weggehen und dann hat er sofort wieder einen neuen Auftrag für mich. Ich guck mir bei Oskin an, was der von mir will. Hier wäre nur ein Verteidigungskampf. Tun wir uns jetzt nicht an. Wäre eh nur gegen irgendwelche Billo-Aliens. Hier ist wahrscheinlich auch noch ein weiterer Skorpion. Deswegen gehe ich jetzt nicht direkt auf den Kampf. Sondern laufe erst einmal durch. Falls ich darf. Wartet mal kurz einen Moment. So, Leute, ich bin jetzt wieder zurück. Ich gucke jetzt einmal kurz, ob hier vorne irgendwas ist. Ja, hier ist eine Deathman-Karte. Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Ich gucke natürlich, ob hier noch was weiteres ist. Und dann fangen wir auch den Bossfight direkt an. Hier geht es auch nicht weiter. Das heißt, wenn ich jetzt hier erkundet habe, habe ich hier fertig erkundet. Hier ist dann halt nur der Verteidigungskampf und... Das eine Alien da, wo ich mir dann T-Shirts holen kann. Der ist durchgestrichen, das heißt, der hat zurzeit auch nichts für mich. Das schaltet sich so nach und nach frei. So, jetzt können wir in den Bosskampf. Ich hoffe, der läuft gut. Der darf gern genauso gut laufen wie der Bosskampf gegen den Magnet-Dude. Ey, es war schön, dass ich nicht der Einzige war, der den Magnet-Dude geflamed hat. Looks like something out of Black Raid. So is this Osaka? Yes, yeah, gotta be. Everyone's wearing tigers on their clothes. Du bist mein Gegner. Another ranked assassin, huh? Probably. Du und ich. I don't sense anything. Some kind of Zen thing, maybe? Was schiebst du mir deinen Kopf entgegen? Culture, huh? Didn't your mama teach you that it is not okay to steal shit? Das war ich nicht. This isn't your scene. I'll be the one to punish them. I got no idea who the hell you are, but stay the fuck out of this. Wer bist du? This town's problems are my problems. You're just like they say. I've also heard that you can't solve anything without brute force. Look outside. Der hat mir meinen Boss geklaut. Anyway? I'm from the future. It's a long story, but don't bother. Once we do battle, I'll know all I need to know. I won't hold back. Hey, ist einer aus der Zukunft. Wer willst du sein? Bring it! Activate Night Reaper mode. Strawberry on the sweet shortcake. Warte mal, ist er Zukunft? Travis vielleicht? Ja, der Mustermodus war das. Wo ist er? Mann, du Penner! Jetzt habe ich den dummen Mustermodus. Und dann bist du da ganz hinten. Nativ Dancer. Du bist ja ein richtiger Pro. Der schenkt mir eine Fähigkeit. Ich habe eine zweite Fähigkeit. Endlich. Activate Night Reaper Mode! Okay. Danke, dass du mir eine Fähigkeit schenkst. Ich sag nichts Negatives dagegen. Spin Death Row! Screw Crusher Death Kick! Aha, ich mach dann so ein Feld, wo die langsamer werden. Ich muss natürlich jetzt erstmal warten, bis die Fähigkeit wieder aufgeladen ist. Wo ist der Dude jetzt schon wieder hin? Hallo? Nicht da oben. Der hat mir einfach meinen Bossgegner geklaut. Zählt das jetzt überhaupt als mein Kill? Ich werde auch noch im Hintergrund ausgelacht. Da ist er.
Ich dachte, ich kann einfach in ihn reintreten. Okay. Ich krieg noch eine Fähigkeit? Ey, das ist so nett. Warum kriege ich so viele Fähigkeiten jetzt? Also, ich mecker nicht. Ich habe jetzt endlich mal mehr als eine Fähigkeit zur Verfügung. Okay, ich muss dafür bestimmte Bedingungen erfüllen. Zuallererst will ich das jetzt mal richtig einsetzen. Ah, dann sind sie wirklich verlangsamt. Und dann kann ich sie von mir wegkicken. Und jetzt gibt er mir wahrscheinlich noch eine vierte Fähigkeit, eine dritte Fähigkeit. Also von sich aus eine dritte, aber ich habe dann eine vierte endlich. Ich mecker nicht, ne? Der Gedanke, gegen mich kämpfen zu können, macht ihn wuschig. Ey, das ist so nett. Jetzt habe ich endlich vier Fähigkeiten. Ich hoffe, ich kriege noch mehr, da ich zwischen denen wechseln kann. Also nicht, dass ich was gegen die vier Fähigkeiten, die ich jetzt habe, was habe, ne? Also mit X kann ich ihn jetzt von mir wegkicken. Könnte er mit B hinterher. Was macht Death Rain? Was macht das jetzt? Ach, während ich ihn angreife, wird er gleichzeitig während er in dem Feld ist angegriffen. Zusammen mit der Slow-Fähigkeit ist das doch eigentlich stark, vor allem bei Bossen. So the rumors are true. And just who'd you hear these rumors from? You keep tossing out all this fucking foreshadowing. I'll explain it all once I take you down. You really talk a lot of shit. This is where I actually start trying. Good, good. Wer bist du? Grandpa. Watch your damn mouth. I'm not even close to being a grandpa yet. Ja, aber aus seiner Sicht vielleicht. So, jetzt kriege ich den richtigen Kampf, ne? Hallo? Ja, während er in diesem Feld ist, wird er dann beschossen. Und jetzt habe ich den richtigen Bosskampf. Tschüss! Lass mich packen! Ja, ich hab ihn! Und jetzt töte ich dich! Und wieder ein Schlag ins Gesicht! Jo. Ey, ich finde das so nice, dass ich jetzt so viele Fähigkeiten habe. Ich kann Scheiß auf alles geben. Was? Ja. Du machst mich nicht fertig. Aua. Oh, hi. Ich greif dich mal, ne? Death Rain mache ich, wenn zusammen mit der anderen Fähigkeit, weil die richtig nice ist. Ja, man kann es ja aufhören, überall drauf zu klettern. Übrigens, ich meine das nicht mit Absicht, dass ich direkt... Aua. Mein Hund nervt mich gerade. Ah! Da hat was gebracht. Also die Kombination, die bringt echt was. Und ich finde es halt auch schön, dass ich jetzt nicht mehr nur noch eine Fähigkeit habe. Und tschüss. Ich weiß, dass das der echte ist, Leute. Ihr braucht mir nichts erzählen. Die Fähigkeit nutze ich, sobald der in der Luft ist. Aua.
Einmal schnell nutzen. Ich muss die wahrscheinlich auch eben ausschalten. Ich habe den richtigen gerade getroffen. War nicht mal Absicht. So. Ich habe gerade ein bisschen übersteuert, habe ich gesehen. So, wer willst du sein? Mann, du Pfeife! Probier es nicht, der wirft dich einfach nur nochmal. You gonna die on me without explaining all that bullshit? Whatever. You can tell me in the next world. What the hell? My katana won't budge. Warum will mein Katana nicht? Du willst ihn nicht umbringen. Ah, okay. Mir wird angezeigt, wie oft ich jede Fähigkeit genutzt habe. Ich weiß nicht, ob sich das negativ auswirkt. Aber der Kampf, der war cool. Congratulations. You have been recognized as number 8 in the galactic rankings. Looks like ein schönes Hemd hast du. Hey, who the hell was that guy? There is your answer. Your body instinctively jumped into action, trying to prevent this kid from getting hurt. Wer ist das jetzt? What the hell do you mean? Someone starts to fall, you help them out. Isn't that how it works? You are an assassin. What are you doing helping people? Have you ever helped out any of your other opponents? I mean, why would someone as bloodthirsty as you try to save another ranked assassin? The reason is what? A secret. A secret ein guy, Kind huh? Vielleicht von mir? Also von Travis? Einfach mal die Maske abnehmen, dann wissen wir doch mehr. Rest it off. I see you've gotten comfy in the Garden of Slaughter. Now, Travis, go. Off to swim the sea. Ach, das ist ein schönes Meer. Da gehe ich dort gern drin schwimmen. Aber irgendwie fühlt sich das nicht verdient an. Weißt du, den Boss hast du instant umgebracht? Aber von mir wurdest du einfach nur durch die Gegend geworfen. Ich will ja nichts sagen, aber irgendwie im Kampf selbst war ja krass. Naja, geht so. Ja, ja. Die Sequenz kennen wir schon. Meine ich. Wenn nicht, tut es mir gerade leid. Wir sehen sie wahrscheinlich sowieso irgendwann nochmal. Keep your tummy warm at night. So, jetzt sind wir erstmal wieder auf dem Klo. Zum Glück nur im Spiel, nicht in real. Ich werde wahrscheinlich wieder massig Geld sammeln müssen. Ich tippe mal auf mindestens 30.000. Also werde ich so oder so offscreen noch ein bisschen was zu tun haben. Aber ich finde es cool, dass ich jetzt noch weitere Death Skills habe. Kommt jetzt eine Sequenz? Ja, es kommt, glaube ich, mehr oder weniger eine Sequenz. Bis gleich. Calm down. This wasn't supposed to go like this. What about conquering the planet, huh? Calm down. Failure after failure. Seriously, what kind of aliens are... Calm down! Fu, can you really kill this guy? Shut up! Sorry. I got a bit overexcited. Listen, Damon. This is a game. Unless someone shows up to challenge me, the game doesn't work. Your guest has arrived. Mr. Vanishing Point. Good, let him in. All right. Hey, Prince. Can you kill this guy? Hell yeah. Who do you think you're talking to? You seem confident enough. Just watch me. I'm gonna kill the shit out of him. Show me a good time. Anything you say, Prince. Nice.
So, jetzt haben sie wieder ihren Podcast. Da kann ich jetzt ruhig wieder mitreden. Der Mr. Vanishing Point, der sah aus, als wäre er aus Tron. Also von der Kleidung her. Das war ein langer Podcast. Ja, wir sind hier jetzt für heute fertig. Ich habe gerade zwei Hemden erhalten. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Ich fand, der Bosskampf war interessant. Mehr oder weniger. Ich fand es nice, dass ich jetzt ein paar neue Skills habe. Das ist mega praktisch, was ich da jetzt bekommen habe. Vor allem dieses Wegschießen. Dass wenn mir einer zu sehr auf den Geist geht, sage ich einfach, nee, weg mit dir. Wegfliegt der. Naja, wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Mal. Tschüss.